1878, der Unternehmer Edward Muybridge schließt eine Wette ab. Löst ein galoppierendes Pferd alle Hufe gleichzeitig vom Boden? Seine Kameras sehen, was das menschliche Auge nicht sehen kann. Die britische Schriftstellerin Elizabeth Eastlake schreibt damals über die Kamera: Aufgabe dieser Erfindung ist, Fakten so minutiös und unparteiisch zu beweisen. Jede Fotografie wird zu einem authentischen Kapitel in unserer Weltgeschichte. For recording you, I'm sitting in my car. Turn the camera, ma'am. Turn the camera. You with the blonde hair, turn the camera. Don't make unnecessary journeys. Don't take risks on treacherous roads. I mean, that's what entertainment's supposed to do. It's supposed to make you forget your miserable life. Fuck fake news! Fuck fake news! This is extremely dangerous. Our democracy. Say cheese.